Herzlich willkommen zu den Steuernews für den März 2021. Mein Name ist Stefan Mücke und das sind heute unsere Themen in den Steuernews. Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zur ersten Tätigkeitsstätte, das Bundesfinanzministerium hat die Richtsatzsammlung für 2019 veröffentlicht. Das Familienheim in der Erbschaftssteuer bei dem Erwerb von Todeswegen bei Ehegatten, die sogenannte 66 bzw. jetzt 50% Grenze bei der Vermietung und Neues zum anschaffungsnahen Herstellungsaufwand, die sogenannte 15% Grenze. Beginnen wir mit der Steuerermäßigung für die energetische Sanierungsmaßnahmen beim selbstgenutzten Wohneigentum. Begünstigte Aufwendungen und Maßnahmen für die energetische Sanierung ist die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossflächen, die Erneuerung der Fenster, Außentüren und Heizungsanlage oder die Erneuerung oder Einbau von Lüftungsanlagen sowie die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, wenn denn die Heizungsanlage älter ist als 2 Jahre. Voraussetzung für die Steuerermäßigung für die energetische Sanierung ist, dass das Objekt, an dem diese Maßnahmen ausgeführt werden, älter als 10 Jahre ist und, wie ich bereits erwähnt habe, eigengenutzt ist. Die Höhe der Steuerermäßigung beträgt maximal 40.000 Euro. Das ist der Höchstbetrag und wird auf 3 Jahre gewährt. Im ersten Jahr haben wir eine Steuerermäßigung von 7% der Aufwendung, im zweiten Jahr von 7% und im dritten Jahr von 6%. Das heißt, wir haben in der Summe eine Steuerermäßigung von 20% der Aufwendung. Schauen wir uns das einmal in einem Rechenbeispiel an. Wir haben Sanierungsmaßnahmen in der Summe von 60.000 Euro ausgeführt. Dann erhalten wir eine steuerliche Ermäßigung, also echtes Bargeld, eine Steuerminderung in Höhe von 4.200 Euro im ersten Jahr, 4.200 Euro im zweiten Jahr und 3.600 Euro im dritten Jahr nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme. In der Summe also 12.000 Euro bei 60.000 Euro Sanierungsaufwendung, insgesamt eine Ermäßigung von 20%. Betragen die Sanierungsaufwendung in der Summe 200.000 Euro, dann erreichen wir den Höchstbetrag von 40.000 Euro für alle 3 Jahre. Hätten wir Sanierungsmaßnahmen mit Aufwendung von 220.000 Euro, dann ändert sich, wie wir sehen, der Höchstbetrag von 40.000 Euro nicht mehr. Wir haben Sanierungsaufwendung im Differenzbetrag in Höhe von 20.000 Euro, die zu keiner steuerlichen Entlastung mehr führen. Ergänzend zu diesen Aufwendungen für die Sanierungsmaßnahmen sind die Kosten für einen Energieberater mit insgesamt 50% abziehbar. Die Objektförderung für diese Steuerermäßigung von Sanierungsmaßnahmen ist personen- und objektbezogen. Das ist positiv und kann auch negativ sein. Positiv daran ist, dass der Steuerpflichtige die Steuerermäßigung parallel, zeitgleich oder auch nacheinander für 2 oder mehr Objekte realisieren kann. Das heißt, er hätte Sanierungsmaßnahmen in seinem normalen Familienheim und parallel noch Sanierungsmaßnahmen in einer Ferienwohnung. Dann können für beide Objekte diese Steuerermäßigungen in Anspruch genommen werden. Negativ wirkt diese Objektbeschränkung aus, dass wenn der Höchstbetrag der Sanierungsermäßigungen von 40.000 Euro einmal erreicht ist, dass weitere Ermäßigungen aus der Sanierung bei dem Steuerpflichtigen nicht mehr möglich ist. Hier kann man dann an Gestaltungen denken, wenn man das Objekt beispielsweise an die Tochter oder an die Ehefrau überträgt, dann könnte diese Objektbeschränkung insofern umgangen werden. Formell ist bei der Steuerermäßigung zu beachten, dass die Maßnahmen durch Fachfirmen ausgeführt werden müssen.
Es muss eine Rechnung vorliegen und die Zahlung der Rechnung muss, wie bei den Handwerkerleistungen bekannt, auf das Bankkonto der Fachfirma überwiesen werden. Barzahlungen scheiden also bei der Steuerermäßigung gänzlich aus. Die Steuerermäßigung für die energetische Sanierung wurde neu eingeführt, gilt für Maßnahmen ab dem Veranlagungszeitraum 2020 und ist derzeit begrenzt, befristet auf Maßnahmen, die vor dem 01.01.2030 abgeschlossen werden, haben also noch hier genügend Zeit, Maßnahmen steuerermäßigt auszuführen. Verlassen wir die energetische Sanierung und kommen zur Rechtsprechung zur Entfernungspauschale bei Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte, der sogenannten ersten Tätigkeitsstätte. Geklagt hatte ein Postzusteller und ein Rettungsassistent. Der Postzusteller wollte das Zustellzentrum, der Rettungsassistent wollte die Rettungswache nicht als erste Tätigkeitsstätte gegen sich gelten lassen. Durch die erste Tätigkeitsstätte werden die Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb mittels der Entfernungspauschale bestimmt. Würde keine erste Tätigkeitsstätte vorliegen, dann könnten die Fahrtkosten nach dem tatsächlichen Aufwand hilfsweise mit den Kilometer hin und zurück angesetzt werden. Bei der Entfernungspauschale ist bekanntlich der Kilometeransatz auf die Entfernung beschränkt, also nur halb so viel wie die tatsächlich gefahrenen Kilometer. Der BFH hat sowohl dem Postzusteller als auch dem Rettungsassistent eine Absage erteilt und bestimmt, dass in dem einen Fall das Zustellzentrum für den Postzusteller und die Rettungswache für den Rettungsassistent die erste Tätigkeitsstätte bildet, mit der Folge, dass Fahrten zu diesem Einsatzort nur mit der Entfernungspauschale angesetzt werden können. Weitere Folge ist, und da ging es eigentlich im Streit darum, dass die Verpflegungsmehraufwendungen nicht zusätzlich als Werbungskosten abgesetzt werden konnten. Die Verpflegungsmehraufwendungen bzw. der Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten setzt voraus, dass der Steuerpflichtige von der Wohnung und von der ersten Tätigkeitsstelle länger wie 8 Stunden abwesend ist und das scheidet eben in diesem Fall aus. Kommen wir zur anderen Rechtsprechung des BFH zur Entfernungspauschale. Hier gibt es eine positive Entscheidung im Sinne der Steuerpflichtigen. Und zwar ging es hier um ein Auslandspraxissemester. Auch eine Bildungseinrichtung, eine Universität, gilt als erste Tätigkeitsstätte. Wenn der Studiengang nun ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktika vorsieht, dann bleibt, und so das Urteil des BFH, die Universität die erste Tätigkeitsstätte mit der positiven Folge, dass die Fahrtkosten zur ausländischen Universität oder zur ausländischen Praktika nach Reisegrundsätzen angesetzt werden können, also wie im vorherigen Fall genannt, mit Hin- und Rückfahrt, also nach den gefahrenen Kilometern und nicht nur nach den Entfernungskilometern. Und das Entscheidende ergänzend dabei ist, dass zusätzlich Verpflegungsmehraufwendung und ganz, ganz wichtig auch Unterkunftskosten abgesetzt werden können. Diese positive Rechtsprechung des BFH zu der ersten Tätigkeitsstätte hat insbesondere Auswirkungen für Studierende im Masterstudium oder beim dualen Studium. Beim Erststudium verpuffen diese Aufwendungen regelmäßig, da die Ausbildungskosten nur als Sonderausgaben absetzbar sind und nicht vor- oder zurückgetragen werden können. Das Bundesfinanzministerium hat die Richtsatzsammlung für das Jahr 2019 veröffentlicht. Die Richtsatzsammlung dient der Finanzverwaltung als Hilfsmittel zur Verprobung von Umsätzen und Gewinnen. Schauen wir uns die Richtsatzsammlung einmal exemplarisch für einen Bauunternehmer an. Wir haben also die Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr 2019 und für einen Bauunternehmer. Bei einem wirtschaftlichen Umsatz von 200.000 Euro geht die Richtsatzsammlung für das Jahr 2019 davon aus, dass ein Rohgewinn von 79% erzielt wird,
beziehungsweise ein Reingewinn von 39% und in der Richtsatzsammlung gibt es immer unterschiedliche Umsatzstaffeln. Bei einem Bauunternehmen mit 500.000 Euro erwartet die Finanzverwaltung also einen Rohgewinn von 63% beziehungsweise einen Reingewinn von 12%. In der Richtsatzsammlung sind ganz, ganz viele Gewerbezweige genannt und entsprechende Kalkulationssätze dargestellt. Es lohnt sich auf alle Fälle einmal einen Blick in diese Richtsatzsammlung zu werfen und die eigenen Ist-Zahlen mit dieser Richtsatzsammlung zu vergleichen. Bestehen erhebliche Abweichungen, können Sie davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung hier das näher betrachten möchte. Kommen wir zum Familienheim in der Erbschaftssteuer. Das Familienheim ist beim Erwerb von Ehegatten Selbstnutzung vorausgesetzt im Todesfall oder im Schenkungsfall steuerfrei. Das Finanzgericht Münster hat hierzu entschieden, dass ein krankheitsbedingter Auszug aus dem Familienheim befreiungsschädlich ist. Im konkreten Fall litt die Witwe an Depressionen und hatte das Haus verkauft und eine kleinere Eigentumswohnung gekauft. Wir haben über diese Entscheidung des Finanzgerichts Münster bereits in einem gesonderten Video berichtet und besprochen und ich möchte an dieser Stelle auf dieses Video verweisen. Kommen wir zu den letzten beiden Punkten aus den Steuernews. Jeder, der ein Haus oder eine Wohnung vermietet, der sollte die sogenannte 15%-Grenze und auch die sogenannte 66% bzw. jetzt 50%-Grenze kennen. Was hat es jeweils damit auf sich? Die 66%-Grenze, jetzt heißt ab 2021 50%-Grenze, führt zu einer Kürzung des Werbungskostenabzuges, wenn nicht mindestens 50% der ortsüblichen Marktmiete erzielt wird. Kommt es jetzt im Jahre 2021 oder auch schon im Jahre 2020 Corona-bedingt zu einer Unterschreitung dieser Grenze aufgrund von Mietausfällen oder Mieterlassen, dann wird dies für die 50%-Grenze ignoriert und der volle Werbungskostenabzug wird von der Finanzverwaltung gewährt. So die Anweisung der Oberfinanzdirektion aus Nordrhein-Westfalen. Die 15%-Grenze betrifft nicht die laufende Vermietung, sondern Sanierungsmaßnahmen nach dem Erwerb eines Hauses. Diesbezüglich möchte ich auch auf ein bereits erschienenes Video in dem Kanal verweisen. Die 15%-Grenze verhindert den Sofortabzug von Erhaltungsaufwendungen von Sanierungsmaßnahmen, wenn die Summe der Aufwendungen innerhalb von 3 Jahren 15% der Anschaffungskosten für das Gebäude übersteigen. Die Aufwendungen können dann steuerschädlich oder schädlich für den Steuerpflichtigen nicht sofort abgesetzt werden, sondern müssen über einen Zeitraum von 50 Jahren über die AFA mit jeweils 2% pro Jahr abgesetzt werden. Der BFH hat nunmehr beschlossen, dass Aufwendungen, die der Käufer vor dem Erwerb des Objektes bereits ausführt, also zu einem Zeitpunkt, bei dem er noch gar nicht Eigentümer ist, nicht in die Grenze einzubeziehen sind. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber hier unsauber gearbeitet hat. Wortwörtlich steht drin, dass die anschaffungsnahen Aufwendungen dann anzunehmen sind für Aufwendungen nach der Anschaffung. Dies eröffnet uns natürlich erhebliche gestalterische Möglichkeiten und ich denke da gerade an Grundstücksübertragungen innerhalb der Familie, also von den Eltern auf die Kinder. Hier hätte man enormes Gestaltungspotenzial. Bei dem Erwerb von fremden Dritten ist das insofern natürlich etwas schwierig, weil wer möchte heute schon Sanierungsaufwendungen für ein fremdes Grundstück ausführen, wo möglicherweise dann im späteren Verlauf, also vor der Beurkundung des Kaufvertrages, noch irgendwelche Leistungsstörungen eintreten können. Steuern sind mit dem richtigen Berater also oft gestaltbar. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.